Moin Moin, ihr Filmjunkies, und herzlich willkommen zu einer wohl der längsten deutschen Filmtitel, die dieses Jahr rauskam, nämlich Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Oder auf dem Englischen Before I Fall. Dieser erscheint nämlich am 6.10.2017 auf DVD, Blu-ray und digital bei Cape Light. Und ja, wie er mir gefiel, das seht ihr alles nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, der Regisseur Ryan Russell Young hat ja vorher nicht so viele Projekte am Start gehabt, nämlich glaube ich nur 3 an der Zahl, und das ist jetzt mal sein größeres Projekt. Er hat nämlich die Buchverfilmung von Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, verfilmt. Und ich werde auch jetzt eher sagen Before I Fall, weil das ist einfach ein langer, langer Titel. Und ich muss sagen, klar ist die Message natürlich Mobbing ganz, 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 ganz groß in diesem Film. Und wir beginnen es einfach mal, wie der mir gefiel. Und ich muss auch sagen, die Charaktere sind natürlich voll pures Klischee, ne? Ich sag mal, Mädels, die aufgebrezelt sind, natürlich Gruppenzwang ist das Megathema in diesem Film. Und ich finde auch, man sieht erstmal diese ganzen Klischees von Highschool, aufgebrezelt, so wie die Mädels sich dann so geben, werden abgeholt, jeder nach der Zeit und so dann da hängen und ey, hu und so weiter. Klar, das ist natürlich nicht das Beste von dem Film, aber es zeigt erstmal so die Charakterentwicklung. Dann kommen wir dazu, dass man die Charaktere, die sind einfach nur Arschlöcher, wenn man so ist. Die mögen keinen, die mobben alle, sag mal, die Außenseiter sind halt die Außenseiter, wie man das halt so kennt im wahren Leben. Wird natürlich ein bisschen überspitzt, aber es finde ich einfach auch gar nicht schlecht, wie das nachher da so dargestellt wird. Und das ist nämlich auch so ein bisschen der große Punkt als Message natürlich, wenn man das natürlich weiter verfolgt, weil der Film hat ja halt die Message, Mobben ist scheiße. Das ist wirklich der ganz große Punkt. Und wenn man überlegt, jeder Mensch ist, soll er halt so geliebt werden, wie er ist. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ergibt ja der Film auch Sinn, sag ich mal, wenn man das bis zum Ende guckt. Und manche werden wahrscheinlich im Film sagen, okay, manche habe ich gelesen, die Charaktere sind überzeichnet, was ich gar nicht so finde. Und wir kommen aber erstmal dazu, dass halt der Film natürlich immer von neuem startet. Allein Zoe Dutch spielt eigentlich ihre Rolle als Samantha richtig stark, finde ich das einfach. Und die anderen sind so sehr solide im Schauspiel. Aber alleine, sag ich mal, sie macht wirklich jeden Tag das Gleiche durch. Und es ist halt wirklich, jede Kulisse ist halt einfach immer in ihrem Zimmer, in der Schule oder halt im Auto oder im Wald oder auf dieser Party. Also das kann ich sagen, ohne zu spoilern. Es ist manchmal wirklich außer, manche Städten sind mal ein bisschen neu. Es wird aber eigentlich nicht langweilig, weil es wird manchmal abwechslungsreich gemacht, wie ich finde. Okay, es dauert ein bisschen lange, bis sie auf den Punkt kommen, wie kann man das enden? Weil was natürlich in Filmen wie Edge of Tomorrow oder halt Täglich grüßt das Murmeltier geklappt hat, klappt ja schon fast richtig. Nur mit manchen Punktabstrich muss man das einfach sagen, weil einfach man hätte früher, viel früher drauf kommen können, wie man das beenden könnte. Und das Ende ist auch so ein bisschen, ja, sag mal so, nicht so gut umgesetzt, wie ich finde. Also dafür, dass der Regisseur Ryan Russell Young nicht so viele Projekte vorher hatte, finde ich den Film echt nicht schlecht. Also auch das Drehbuch kann man nicht viel meckern, da muss man einfach so sagen. Viele haben ja den Film nicht gut bewertet, aber meistens geht ja so die Tendenz mit einer 6,5 Wertung. Und mein Fazit ist einfach so, es ist ein übersolider Drama mit ein bisschen Mystery-Anteilen, der einfach wirklich überzeugen kann, mit einer starken Zoe Dutch. Und das ist wirklich so, der Film ist nicht schlecht, der verdient es einfach angeguckt zu werden. Und darum kriegt er von mir auch eine Wertung von 6,5 von 10. Also ich muss sagen, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich echt sagen. So bis zum Schluss und dies und das hat er mich einfach ein bisschen im Bann gezogen. Und ist einfach so, ich finde Mobben auch scheiße. Das gehört sich einfach nicht, wenn andere Leute anders reden oder weiß ich was, eine Behinderung haben. Das gehört sich einfach nicht. Und das fängt ja auch schon auf YouTube an oder in den Schulklassen. Kinder können echt gemein sein. Und Leute, Mobben kann auch wirklich bis zum Tode führen. Das ist einfach auch scheiße. Also, tut euch einen Gefallen. Mobbt nicht die Leute, nur weil sie anders sind oder was weiß ich. Also, das ist meine Message an euch. Also, guckt euch den Film an. Wenn ihr euch den Film schon angeguckt habt, ab in die Kommentare damit. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Ein Dislike, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Ein Abo wäre natürlich auch cool. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.